Geschenk des Hauses, völlig unverbindlich. Alles eine Frage der Spezialisierung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Und zwar kein PlayStation Special, sondern ein N64 Special. Ja, ich spiele heute kein PlayStation-Spiel, sondern ein N64-Spiel. Und wie man hier gut lesen kann, wieder mal Command & Conquer. Ich möchte euch nur mal zeigen, dass es das Spiel auch für die N64 ist und was halt der Unterschied ist zwischen, ja, N64 und PS6. Und vorher muss ich immer mein Mikro ein bisschen einstellen, so. Und dann kann es losgehen. Enjoy the show. So, du bist also der Neue in der Bruderschaft. Na gut, ich bin Chef. Einfach Chef. Von Gott über Kane zu Chef. Ich bin seine rechte Hand. Und ich habe einen Job für dich. Das ist jener Kuba. Früher einer unserer leitenden Androiden. Doch er ist übergelaufen und verrät unsere Geheimnisse an die GDI. Schalt ihn aus. Gut. Wir kennen ja die Kampagne schon, ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir! Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, die Musik hakt ganz schön. Muss an den N64 Emulator liegen. Geht klar, egal. In Ordnung. Schon dabei. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, so, Sir. Baba. Jawohl, Sir. Schon dabei. Die Steuerung mit dem Stick hier, weil man steuert ja mit dem Stick größtenteils, ist ein bisschen hackeliger als ja, bei PlayStation mit dem Kreuz. Klingt komisch, ist aber wirklich so. Das Spiel lässt sich ein bisschen. Zwar ist der Mauszeiger ein bisschen sanfter, aber es lässt sich trotzdem ein bisschen hackeliger steuern. Jetzt hat sich glaube ich nicht mehr. Jawohl, Sir. Schon dabei. In Ordnung. Man sieht, die Objekte sind 3D und das Gelände ist 2D. Das kann man, wenn man jetzt hier runter geht, ganz gut sehen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Geht klar, Sir. Was? Komm her. Kein Problem. Geht klar, Sir. Jawohl. Einsatzziel erreicht. Gut, das war die erste Mission. Oh, und die Zwischensequenzen sind nicht Filme, sondern auch. Alles in Spielgrafik. Ja, das ist mit dem Aufnahme der N64 Emulator. Ist ein bisschen komisch. Hm.
schon wieder zurück? Na gut, versuchen wir mal was Wichtiges. Also, seit allzu vielen Jahren schon halten GDI-Truppen Ägypten im Rückgriff. Es ist unsere Pflicht, dieses Volk zu befreien, das sich nach einem besseren Leben sehnt. Kane will hier ein Bollwerk errichten gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Es ist aber zu riskant für unsere schweren Truppen, daher wirst du mit ein paar entbehrlichen Einheiten dort eine vorgeschobene Angriffsbasis errichten. Ach ja, dort liegt übrigens genug Tiberium rum, das du ernten kannst. Das sollte deine Unkosten decken. Natürlich, wenn man dich entdeckt, hast du versagt. Und wer versagt, der stirbt. Alles klar. Gut, machen wir mal. Jawohl, Sir. In Ordnung. Neue Reaktion. So. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion. Jawohl, Sir. So, errichten wir mal wieder eine Basis. In diesmal N64-Style. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Man sieht auch keine Balken mehr, sondern nur noch eine kleine Säule. Links am Rand des Bildes, die anzeigt, wie weit der Bauauftrag ist. I'm doing. So. Neue eine Kaserne noch mal bauen. Verputziger Sammler. Konstruktion fertig. Interessant auch, dass die Lebensbalken so seitlich sind. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. So. In Ordnung. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Oh. Ha. Funktioniert auch. Erzwungene Angriff. Gut. Schon dabei. Sieg zur Hand gerade liefst doch. Einmal. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Wird gebaut. Support,
vernichte die DDI. In Ordnung. In Ordnung. Schon dabei. Ach. Mal hier, da jetzt. Damit wäre auch die nächste Mission geschafft. Ja, ich glaube, das reicht erstmal für ein kleines Special, was ich euch zeigen wollte. Und damit sage ich, bis dann, euer Sarge. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen.